Willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Ich bin Reptile8898 und wir sind im Schloss angekommen, in dem wir schon mal eingesperrt waren und Marlis zu Hause ist und der Kanzler ist auf irgendeine komische Art und Weise auf einmal so nett zu uns. Wer weiß, ob das stimmt. Und er hat die Behauptung gebracht, dass der König die Mutter von ihr umgebracht hat. Dies ist die Schatzkammer, kein Zutritt. Schatzkammern, die von Monstern bewacht wird, ist klar. Oh, eine Kiste. Hyperäther. Ja, das ist gut. Noch eine Kiste. Verschlossen. Nee, ist auch nix. Wieder sowas. Kein Zutritt. Ja, kein Zutritt. Lass mich durch. Wow. So schnell kann es gehen. Und der Kanzler hat wieder sein Lieblingsspiel. Weiß irgendjemand, was die Regenbogenmuschel ist? Nein, ich auch nicht. Bis ich dies hier fand. Ein Vermächtnis der Vorfahren, darin hieß es, enthüllt den Bürgern die Regenbogenmuschel zur Jahrtausendfeier. Wie bitte? Wir verfügen über keine Erbstücke. Das hier ist also gefährlich. Warum gönnt der Angeklagte den Leuten keinen Blick auf die Muschel? Weil er sie nicht mehr hat. Er hat sie gegen Bargeld verkauft. Den Zeugen bitte. Was ist Nadja? Wir sind mitten in einer Verhandlung. Vater. Nadja, der Kanzler dichtet mir etwas an. Dichtet mir etwas an. Er schleudert Beleidigungen um sich, beweist eure Unschuld. Beweisen? Ja, wenn er das Erbstück nicht verkauft hat, muss es im Schloss sein. Zeigt mir die Muschel und ich akzeptiere seine Unschuld. Hehehe. Kanzler, was für ein Spiel spielt ihr hier? Ja, das frage ich mich schon seit Folge 10 oder so. Beseitigt sie. Oh, jo, natürlich. Der König hat nichts mehr zu sagen. Kein Zutritt. Lasst mich durch. Nicht einmal ihr dürft hier rein, Prinzessin. Regenbogenmuschel. Marlis Papa retten. Was soll das? Was soll das Lügen? Es gibt keine Erbstücke. Du vergessen, alter König, Muschel bewahren. Regenbogen Ding jetzt hier. Aha, die Regenbogenmuschel von vor 400 Jahren ist noch da. Sie ist sicher im Keller. Okay. Das heißt wohl, jetzt darf ich in die Schatzkammer. Okay, ich bin in die Küche. Okay, ich geb's zu, ich hab Hunger, okay, deswegen bin ich in die Küche. Ah, och, der ist K.O. Oh, autsch, eine Ratte hat mich gebissen. Was, da ist du? Der Chef juckt es, das Übel zu errechnen, das 13 Generationen die Familie belastet hat. Hihihi. Dumm und dümmer. Oh, nee. Er wird dem König was anhängen. Dumm und dümmer. Ey, zu geil. Sechste Erfahrungspunkte. Eine Verschwörung, beeilen wir uns. Jupp. Wow. Ich gestehe, ich kaufte dem König die Muschel ab. Er brauchte das Geld. Lügner, ich habe dich noch nie gesehen. Ruhe im Gerichtssaal! Hehehe, war ich überzeugend? Perfekt. Drecksack. Total unauffällig, ey. Alles gekauft und bestochen. Ey, was kommen da für Pimps, Mann? Die habe ich vor 45 Jahren schon besiegt. Ey, aber das Bier fast nehme ich mit. Vieles Bierfass? Och Mann.
Hallo? Überalter Elixier? Was ist da außen rum oder so? Das sind auch Kisten. Nee. Keine Ahnung. Weiter. Oh ja, die Nonnen. Die Nonnen greifen wieder an. Boing. So lächerlich, ey. Auf, Weide. Nervig. Pass auf, Kanzler, bis du nächstes daran glauben musst. So. Ja, wenn es so weitergeht, muss ich echt noch ein viertes Video für ein Sidequest anfangen. Hammer. Ja, bis noch ungefähr 9 Minuten für den F Kampf. Also, um den Kanzler auf die Gosch zu hauen. Ach ne, da ist er ja. Elixier. Hyperäther. Da bist du halt. Ich will auch an den, ich will auch an die Kisten. Ach, egal. Da ist er ja. Die Regenbogenmuschel. Hier, Papier, Papier. Was? Anmale. Liebste Male, ich weiß, zwischen dir und deinem Vater herrscht Streit. Doch nichts vermag das Band des Blutes zu brechen. Weder Zorn noch Distanz. Wenn du eines Tages Kinder hast, wirst du verstehen. Dieses besondere Band ist Teil unserer Stammesbaum, der uns verbindet. Königin Gardia, die 21. Lena. Eiler wissen, wann Nest verlassen, mit der Zeit groß werden und Nest verlassen. Okay. Eiler Nest verlassen, genau wie Daktyl, genau wie Male. Großer Wandel. Verlassen Nest, haben Baby, Baby groß werden, auch Nest verlassen. Das sind ja richtige weise Worte für ihre Verhältnisse. Vater, halt aus, wir kommen. Prisma-Teil erhalten. Okay. Du fertig Nest verlassen? Noch nicht groß genug. Wow. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links, wenn nicht nach rechts. Na, das können wir irgendwo her. Schuldig. Nee. So, ausrüsten. Hab ich eben gerade irgendwas? Ach, keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier den ganzen Weg zurücklaufen. Oh, nervt mich nicht hier aus dem Weg. Wir müssen Leben retten. Was das Wichtige am Bademeister sein? Leben retten. Jetzt wieder nach. Oh, fuck, wo war das? Oben. Genau. Ist die Kiste jetzt eigentlich auf? Ach, nein, ist sie nicht. Hoch. Hoch. So, jetzt verzieht euch bloß. Ja, bla bla. Überleg's dir nochmal. Nein, Prinzessin. Es gibt einen Weg, etwas holpriger, aber mir nach. Oh, jetzt wird's interessant. Das Urteil lautet schuldig. Ah ja.
Hier endet die Linie Guardia. Jetzt bin ich dran. Bringt ihn weg. Halt. Wer ist da? Wow, stylisch, wie sie da hinten steht. Vater. Sash. Das hat Style. Da hat ja noch ein Rennen. Prinzessin, beherrscht euch. Ihr seid zu spät. Der König wurde verurteilt. Auch für Könige gelten Gesetze. Nein, das war geplant. Unsinn, der König ist ein Gauner. Aber der Schatz ist hier. Unmöglich. Euer Plan ist durchschaut, Kanzler. Ich meine, hä? Nichts hast du durchschaut. Ich will meinen Vorfahren rächen. Vorfahren? Super Ultra Presto Transformo. Ach nee, den kennen wir doch. Und es ist ein Nachkomme von dem. Jetzt haben wir es. Ja, gerade der 23. Doch. Nee, 13. Und wir müssen weitermachen. Nein, das mache ich. Ich wollte ja ein Kombo machen. Egal. Ach, komm. Oh, mal so ein Angriff. Eiler ist verwirrt, deswegen. Gibt's irgendwie so Heilung? Keine Ahnung. Ah, gut. Und Konter. Ja, schaufel dir ein eigenes Grab. Ich hoffe nur, ich krieg das noch alles auf die Folge drauf. Das kennen wir schon. Bam. Und wieder nur durch Kombos drauf. Kombos. Durch Konter. Jawohl, in your face, bitch. Und nochmal. Das ist es. Und jetzt greift er an mit was Neuem. Wow, jetzt hast du mir gegeben. Konter. Ja, komm, mach doch. Okay. Wow. Okay, danach soll ich mal heilen. Wieder besiegt. Und, na klar. Ja, ist klar. Und das war's. Wuhu. Ja, 3500 Erfahrungen, jawohl. Mega-Elixier erhalten. Oh, da ist was. Vater, ich. Nein, sag es nicht. Es war mein Fehler, so stur zu sein. Nein, ich hätte wissen müssen, wie du dich gefühlt hast. Mein Herz wusste es, aber sagen konnte ich es nicht. Mir geht's genauso. Ich dachte, du hättest mich verlassen, aber in Wahrheit war es genau umgekehrt. Aber jetzt bin ich hier. Wir werden über alles reden, was passiert ist. Über Chrono und Mutter und deine Mutter, wie traurig. Ich habe so lange gebraucht, zu verstehen, was Alicia mit ihren letzten Worten sagen wollte.